Okay, Ralf Händel, ich möchte dich kurz stören und fragen, woran du arbeitest heute bei dem Sprint, bei dem Köln-Sprint hier in Hamburg. Ich beschäftige mich oder ich arbeite mich in Drupal in Drush-Skript ein und in Shell-Skript. Mir geht es darum, dass ich eine Installation auf Knopfdruck hinbekommen will, die lokal läuft, die sich auch gleich mit den Drupal-Concept, also Freistilbox-Servern, die ganzen Deployment-Parameter mit übergeben kann. Und das will ich automatisieren und da bin ich gerade dabei, mich, wie gesagt, in Drush-Skript und Shell-Skript einzuarbeiten. Steht auch ziemlich am Anfang. Und ist das etwas Generelles oder ist das speziell für Compress? Also wie Compress? Das ist, ich schummel ein bisschen. Das hat mit Drupal 8 nichts zu tun. Das ist, will mich da ein bisschen einarbeiten, um hier unsere Deployment-Umgebung halt ein bisschen besser vorzubereiten und höher zu automatisieren. Mhm. Ja, okay. Und warum ist das besonders wichtig? Also ist das etwas, was sehr viel Zeit einspart, ja, bei den Installationen. Im Endeffekt spart es Zeit ein und vor allen Dingen es reduziert Fehler. Also es sind halt bestimmte Umgebungsvariablen auf den verschiedenen Stages dann halt auf der Live-Side, auf der Testumgebung einzurichten und mit verschiedenen Passworten. Zum Teil sind die HTXS geschützt, zum Teil nicht. Und das Ganze zu automatisieren, dass man halt eine Passwortdatei hat, wo die ganzen Settings drinstehen und die wird ausgelesen und daraus werden diese ganzen Deployment-Parameter und Dateien erstellt. Das nimmt Fehler und spart im Endeffekt auch eine Menge Zeit. Ja. Und ganz kurz zum Sprint-Weekend. Was ist dein Gesamteindruck von dem Tag heute? Also ich bin begeistert, dass so viele Leute gekommen sind. Also wir haben Besucher aus Ingolstadt, aus Berlin, also praktisch aus ganz Deutschland hier. Und wir haben eine Menge Spaß. Im Prinzip war das ganz leicht vorzubereiten. Wir haben ein bisschen Essen reingekarrt, ein bisschen Getränke bestellt. Heute Abend gibt es noch eine Party. Das ist so ein bisschen Geburtstagsparty auch von mir. Ja. Kommen noch ein paar Freunde. Alles Gute. Dankeschön. Und wir haben einfach eine Menge Spaß hier. War leicht vorzubereiten und ist toll. Ja. Und was ist für dich, wie erklärst du es dir, dass die Leute sich Zeit nehmen am Wochenende, um herzukommen und hier sich einzulernen in Drupal und dazu beizutragen? Was ist, ich denke, das sind zwei Sachen. Das ist einmal wirklich die Community. Also es macht Spaß, die Leute zu treffen, mit den Leuten halt zusammenzuarbeiten, an Fragen stellen zu können, Antworten zu bekommen, anderen zu helfen. Also das ist, ich bin einfach gern mit denen, oder die Leute sind einfach gern miteinander zusammen. Und das Zweite ist, dass Drupal 8 einfach extrem wichtig ist. Also mit Drupal 8 werden wir nochmal einen Quantensprung haben, der Drupal nochmal deutlich, deutlich enterprisiger macht, also in traffic-starken Seiten sehr viel besser mit Performance umgeht. Wir haben besseren Unterbau mit PHP Symfony. Also ich denke, Drupal 8 ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und je schneller wir das auf die Spur bringen, umso besser ist es für uns, für die Community und für unsere Kunden. Ja. Und Carsten hat mir gerade erzählt, dass Compress sobald wie möglich anfangen möchte, mit Drupal 8 zu arbeiten. Ja. Wie schätzt du es ein? Wie lange wird es sein, bis man mit Drupal 8 sozusagen standardmäßig arbeiten kann? Das kann ich nicht sagen. Also mit Drupal 7 hat es relativ lange gedauert. Also bei Drupal 7 haben wir nach dem ein halbes Jahr, nachdem Drupal 7 stabil raus war, das erste größere Projekt mit 7 gemacht. Da gab es immer noch einige Module nicht. Es war sehr anstrengend. Ich denke, dass es mit Drupal 8 leichter werden wird, weil wir mehr wichtige Sachen wie Views und Panels im Core haben. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, was an Contrib-Modulen da ist. Wir haben eine Menge, die Devs haben eine Menge Sachen einfach neu zu lernen. Ich kann da nur orakeln. Es wird sicherlich schmerzhaft werden, aber es ist wichtig, wenn es uns gelingt, dann ein Early Adapter zu werden. Das wird uns ja voranbringen. Ja. Und wenn, eine letzte Frage ist, wenn Drupal 8 da ist, gibt es ein Feature, auf die du dich besonders freust, also irgendwas, was besonders die Arbeit erleichtern wird? Oder? Ich denke, dass das ganze Deployment, also dass sämtliche Einstellungen jetzt dateibasiert sind und dass dieses Variablen jagen und dass das die Schwierigkeiten einzelner Einstellungen aus der Datenbank rauszuziehen oder einzelne Sachen lassen sich gar nicht deployen. Ich denke, das wird deutlich einfacher werden, das wird sehr viel stabiler, besser, einheitlicher werden. Also das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Ja. Spannende Sache und ich freue mich, dass wir hier alle ein bisschen an die Thema ist der nächsten Generation arbeiten. Ich zeige einfach die Leute hier im Raum und sage vielen Dank für die Zeit, dass bevor meine Hand abfällt. So.